Wenn was kommt. So, da. Ich höre mich. Ich höre das Spiel. Ah, okay. Mach mal das Spiel ein bisschen lauter. Das geht jetzt nicht. Ich habe das schon auf Maximum beim Audiomixer. Aber ist alles zu hören und zu sehen. Geht. Okay, Ich wow. schaue dir jetzt zu. Kannst du dich selbst auch hören? Auch Ja, so? leider höre ich. Ja, weil dein Mikro nimmt das jetzt mit auf. Der nimmt das Spiel auf und das, was ich sage, Desktop-Audio. Stimmt, richtig. Als ich bei dir zugeguckt habe, war das genauso. Da habe ich einfach den Ton vom Stream ausgemacht, damit wir uns vernünftig unterhalten konnten. Das Problem war, immer wenn ich dir was erklärt habe, du musst weiter links, noch weiter links, nach rechts und irgendwie sowas, du hinkst immer so eine Minute hinterher. Dabei war Ja. ich das eigentlich, der eine Minute hinterher, also eine Sekunde, ein paar Sekunden hinterher. Naja, das Und ist die Zeitverzögerung. ja, richtig. Das stimmt. Aber es funktioniert jetzt, ne? Das habe ich jetzt auch. Also ich höre mich dann auch später. Dich höre ich direkt, aber ich höre mich selber dann auch später. Dann musst du einfach den Stream-Ton, den Twitch-Ton, glaube ich, ausmachen. Ich genieße jetzt erstmal das Zugucken. Auch mal schön, dass ich nicht streamen muss. Ja, das freut mich. Aber ich bin auch mies in dem Ding. Ich kann absolut nicht zielen oder wenn es um Schießen oder Kämpfen geht, dann bin ich auch Ja, nicht so doll. du hast gesehen, wie ich das mache. Ich war auch nicht pralle oder bin auch nicht pralle. Naja. Also wenn ich an meine Anno-Konstruktion denke. Kann den Ton hier jetzt gleich noch mal ein bisschen lauter machen? Oder meinst du, der Ton ist in Ordnung? Weiß nicht, also von der Musik im Hintergrund war es jetzt sehr leise. Ja, ich habe die Musik immer entweder aus oder ganz leise. Kopf, was ist mit Verzögerung? Wozu ist das? Ich weiß jetzt nicht. Sprachlautstärke, Mikrofonlautstärke. Naja, ich wollte die Gesamtlautstärke ein bisschen lauter machen. Also ich habe jetzt auch deine Online-Meldung bekommen. Ja, jetzt. Jetzt ist normale Lautstärke. Also musst du so machen, wie es dir gefällt. Ne? Also. Ja, ich muss erstmal mein Kopfgeld loswerden. Muss ich bezahlen gehen. Meine 10 Cent oder wie viel ich wert bin. Na, ich glaube, ein bisschen mehr hast du schon drauf. So in diesem Stil stelle ich mir auch einen guten, überhaupt ein gutes Rollenspiel oder sowas vor, oder was man machen könnte. In Computerform. Sowas gibt es ja auch hier für Vampire und so. Stell dir mal vor, du bist in einer Runde und kannst denen hier solche Bilder zeigen. Das wäre cool, aber sowas gibt es halt nicht mehr. Also Baldur's Gate kommt schon sehr nah dran, aber die werden ja nicht fertig mit Baldur's Gate. Das nervt mich ja ein bisschen. Baldur's Gate. Ist es das, was du jetzt aktuell spielst, da mit diesem merkwürdigen Zwerg? Ja. Ach so, okay. Aber die beenden das halt nicht und sind immer noch im Early Access. Und dann kommen immer wieder neue Sachen, das überschreibt mir die Dateien. Und ich fange jedes Mal von vorne an. Ey, dein Pferd hat ja einen Scheinwerfer. Ja. Ja, das kann man sich dazu kaufen. Das haben dann alle meine Pferde. Sieht immer interessant aus. Fehlt nur Ja, eine Rückleuchte. so eine Laterne halt. Ja. Gefällt mir auch. Ja, und dann noch ein Blinker, ne? Das.
Ist links und wir sind in der Moderne dann. Da, Santini, 20 Cent Kopfgeld. Ja, tatsächlich. Ne, 20. War noch 20 Cent, ne? Oder waren das 20 Dollar? 20 Dollar meine ich jetzt. Oh, das ist ja happig. 20 Cent wäre ein bisschen, da hast ja keine ganz geklaut, hast ja einen umgebracht. Ja, ich habe zwei sogar umgelegt. Den einen umgerannt und den anderen habe ich erschossen, weil er im Weg stand. Ja, ne, das ist da. Aber die Städte sind auch geil gemacht, muss man ehrlich sagen. Ich finde die ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Also das ist ja jetzt der Übergang. Achso, oh, bin dran vorbei. Das ist ja der Übergang zwischen. Naja, das ist also nach dem letzten Bürgerkrieg da und dann neue Zeit. Und die haben ja auch jetzt elektrischen Strom. Ne? Das ist ja 1900. Und dafür finde ich das ein bisschen, ich weiß nicht, so ungewohnt. Da Kopfgeld bezahlen, 10 Cent. So, Kopfgeld ist bezahlt. Aber es kann sein, dass ich noch woanders Kopfgeld habe. Limor oder wie das da hieß. Warte mal, Lieferung abholen. Ich habe so viel bestellt. Verlorene Zähne, achso, das. Ich kriege auch gar nicht alles mit. Flintmunition. Also die Übertragung ist sauber. Oh, das freut mich. Und du kannst dann auch diese Datei auf deinen YouTube-Kanal transportieren, wie ich das auch mache. Wenn du willst. Ja. Was ich ein bisschen. Aber das ist immer die vollständige Datei, also kannst nichts schneiden, ne? Zum Beispiel. Nein, dann musst du sie vorher runterladen. Ja, das finde ich. Da musst du so mit einem extra Schneideprogramm dann rausschneiden. Aber das finde ich ein bisschen umständlich. Da hätte man das doch machen können, dass man das gleich schneiden kann. Möglichst noch bei OBS oder bei anderen Möglichkeiten, dass du einen Vorspann reinpacken kannst und unnötige Sachen rausschneiden halt. Also am Anfang habe ich das gemacht, aber das mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich mache das nicht profimäßig. Ich mache das ja nur spaßeshalber für mich. Ja. Und wer Lust hat, der kann dann halt zugucken. Aber für mich selber mache ich das, also da mache ich das nicht mehr. Mal sehen. So, das Wichtigste ist erledigt. Ich werde noch ein bisschen auf die Jagd gehen oder so und dann die nächste Lieferung vorbereiten. Das bringt ja mal ordentlich Geld. Bin jetzt noch auf Skulls and Bones, das werde ich mir noch holen im November. Da bin ich auch mal gespannt. Das soll ja dann so ähnlich aufgebaut sein. Ja, die Grafik soll, ich hab Videos darüber gesehen, die Grafik sieht wirklich besser aus als die von Sea of Thieves. Und auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus wird, weil das wird mega werden. Aber ich hoffe, dass wir nicht eine ganze Crew brauchen, um ein Schiff zu steuern. Ich hoffe, dass es auch einen Singleplayer-Mode gibt. Das weiß ich nicht. Weil das wäre genau das, was ich gesucht habe, so im Piratenmodus. Ja, richtig. So, hier müsste es auch noch irgendwas zum Sammeln geben. Geil, das so mit einer Sekunde Zeitverzögerung zu hören. Was denn? Na, ich höre das, wie du das mir sagst, und dann höre ich es eine Sekunde oder zwei Stunden später über den Monitor nochmal. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, also ich habe das bei dir so gemacht. Ich habe dann das Twitch.
Den Twitch-Ton habe ich dann ausgemacht. Weil das doch sehr ablenkte. Ja, es lenkt ein bisschen ab, aber ich bin auf die Soundmusik vom Spiel gespannt. Schweine, wo seid ihr? Dass du die siehst, ich habe die jetzt gerade erst in der letzten Sekunde gesehen. Ich denke, warum bremst du? So, ich bin ein schlechter Schütze. Halt! Ah, fuck. Da hat sie das Pferd gedreht. Ich bin froh, dass die nicht so sind wie bei Walheim, ey, dass die auf dich zurennen. So, wie ist mal meine Beute? Hm? Wo ist der eine? Ist der weg? Nee, du hast alle beide erwischt. Ah, hier ist er. Dreier sogar. Cool. Sehr unprofessionell. Da wird noch mein Wasser ertrinken, vorgeschlagen wird. Nehmen wir auch mit. Ey, dem hast du das Auge rausgeschossen. Da ist noch ein Krokodil. Ja, ich glaube, da ist das, ja. Komm mal her. Das Pferd haut gleich ab, wenn es die Krokodile riecht. Da hinten schießen die auch. Ist irgendwas? Hast den Kranich jetzt nicht mitgenommen? Doch, doch, kommt gleich. Da kommt am Schloss. Ich will erstmal die Felle verstauen. Da hole ich mir den Kranich. Aber ich hoffe, hier sind keine. Da ist ein Krokodil. Krokodile im Wasser sind hier nicht, ne, okay. Doch, ist. Also eins ist gerade ins Wasser gegangen. Ja? Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ach, da ist was. Warte mal, wo ich schon hier bin. Ein Frosch. Dann den Frosch erschießen. Wenn er jetzt einen Frosch erschießt, den zerfällst du doch. Das war ein Krokodil. Aber das. Ja, der Frosch wird einfach so eingepackt. Ja, steck ein. So, und jetzt den Kranich oder was das war hier. Gibt heute Froschschenkelsuppe oder so. Boah. Da ist ein Krokodil. Vor dir, oder? Nee. Sind da Luftblasen gewesen? Ja, das sind meistens Fische. Du kannst ja auch angeln und so. So. Weiter geht's. Auf zum Lager. Auf zum Atem. Ja. Da hinten schießt auch irgendjemand. Ah, da ist ein Spieler. Ja. Ich habe mir heute mein Weihnachtsgeschenk ausgesucht, von mir an mich persönlich. Ja? Was denn? Ich reite dich erstmal weg. Tschüss. Von Batman werde ich mir die Originalserie aus den 60ern holen. Och nö.
Das guckst du dir an? Ich habe das als Kind geliebt. Gott, ich hasse Trash. Echt. Also jedenfalls diesen Trash. Das ist doch wirklich... Den Film habe ich schon. Den Film für mich. Den Film hast du schon? Ja, der hat ja auch einen Film gedreht dann also der war nach der Serie. Oh, irgendjemand ist tot. Die haben sich wieder gegenseitig abgeknallt. Materialspenden. Ich werde das für morgen auch mal drauf machen. Dann können wir auf beiden Streams morgen machen. Ja, prima. So, gibt's hier wenigstens auch nicht was. Ach, ich wollte ja eigentlich verkaufen. Ich brauche ein bisschen Geld. Ich wollte 3000 zusammen haben wenigstens. Aber hier ist sowieso angehalten. Ich muss neues Material kaufen für die Produktion oder Vorräte klauen. Vorrätemission starten. Versorgungsmission starten. Genau, machen wir das. I'm sure you haven't forgotten it's my birthday. At least I think it is. Certain dates have shifted over time. Anyway, the old Crips would have asked you for a case of good brandy. Das ist ein Geburtstag vergessen, so nicht sehen. Yes, tanning supplies. The only gift I need this year. And next year we'll be millionaires. Ja, ganz genau, alter Mann. So, okay. Dann hole ich mal das Zeug. Achso, warte mal, ich will mal. Halt an. Warte mal, erstmal zur Karte. Wir wollen da ja auch hin. Ach nee, wird ja angezeigt, wie ich reiten muss. Stimmt, vergesse ich immer. Mann, ist das kompliziert hier. Ja, den grauen Drehen ist immer nicht einfach, ne? Ja, richtig, so. Das habe ich auch bei Valhalla immer. Die Pferde. Ah, die schießen da immer noch. Da ist eine Ballerei. Das ist gar nicht gut. Weg hier, bevor die mich aufs Korn nehmen. Dann kann ich die Mission vergessen. Ach, scheiße! Der hat's aber nicht im Griff, dein Gaul. Der habe ich echt nicht unter Kontrolle. Ach, Alter, so. Jetzt. So, nur aber, komm! Weg hier. Weg. Also das finde ich bei Computerpferden immer geil. Das sind immer die besten Springpferde. Bei Valhalla auch, die springen immer, ey. Jetzt muss ich hier durch. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe, wenn ich mit den Sachen ankomme. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie gerade den letzten da abgeschossen. Ja, okay. Oh, was ist denn vor mir? Ach, ich werde ja immer noch gesucht in einigen... Scheiße. Nicht, dass da... Oh, fuck. Oder was ist das hier? Weiß nicht. Still die Vorräte. Ich muss die klauen. Du wirst auf jeden Fall gesucht. Alles rot. Dann muss ich mal die Waffe wechseln. Dumptidum. Tag auch. Und du hast wieder nur so und so viele Minuten Zeit. Das finde ich immer scheiße mit so einer Zeituhr. Das mag ich immer nicht. Wo ich schon hier bin. Ich plündere mal gerne. Findet man immer tolle Sachen. 12 Cent. Flintenmunition. 87 Cent. Also ich muss das unbedingt mal weiterspielen. Ey, du siehst sogar die Einschusslöcher. Ja, 74 Cent. Ja, das ist... Also optisch ist das wirklich gut gemacht. Muss ich auch sagen. So. Der letzte. Was hat der in der Tasche? 11 Cent. Wow, cool. So, wo ist mein...
Material. Bin ich besoffen? Still die Vorräte. Aufheben. Rrr. Fremde Person. Ab da, du stehst auf meinen Sachen. Ablegen, ja. Welche Witch? Ja. Das geht ja überall. Das geht ja auch bei Cyberpunk und so. So, ja. Die Vorräte habe ich. Ich rufe gleich mein Pferd. Cyrex, komm. Wo bist du? Wo bleibst du? Wir müssen weg hier. Den hast du aber auch unwürdig da an die Seite gelegt. Ich hab den extra gerufen, du. Pferdeinventar. Da verstauen. Was los? Keine Lust mehr? So. Auf zum Lager. Da sind Wildschweine. Ach. Ich schieße jetzt keine Wildschweine. Ich habe noch 6,5 Minuten oder so. Aber was ist denn, wenn die Zeit abläuft? Ist es dann nicht geschafft? Dann ist es nicht geschafft, tatsächlich, ja. Und andere können mir das Zeug auch noch abnehmen. Das kommt noch dazu. Wenn ich jetzt wieder in diese Schießerei gerate und ich abgeschossen werde, können die mir das Zeug abnehmen und woanders hinbringen. Und dann war's das. Und ich... Ja, und jemand schießt auf mich. Geil. Absolut geil. Ja. Ja, ist ja gut. Oh. Ihr Schweine. Aber die sind dicht hinter dir, die schießen in den Baum. Das war gerade knapp. Ja. So. Bring die Vorräte zum Lager. Habe ich sie ins Lager gebracht? Ne, habe ich nicht. Warte mal, erstmal absteigen. Ist ja nervig. So ablegen, ja. Jetzt ist es geschafft. Nice work. Ja. Und schlaf weiter. Danke. Pfeife. Bisschen abgeschlossen. Vorräte wurden ausgeliefert. 5 Einheiten Material dazu. Ich kann gleich noch eine Versorgungsdings machen. Dann habe ich die Tagesquest abgeschlossen. Im Betrieb. Ne? Ich habe Materialien, kann damit arbeiten, das, was ich alles an Fälle und so hingebracht habe, und die Produktionsmateriale. Und dann so, kann er bis zu 26, bis zu 100 Waren kann er machen, weil ich habe den Lieferwagen habe ich genommen. Den habe ich mir auch gekauft. Und das kann ich alles in einem großen Lieferwagen hinbringen. Das gibt richtig Schotter. Es gibt 2.500 Dollar. Also es gibt jetzt immer zwei Möglichkeiten. Du kannst in einem Nahbereich die Sachen abgeben, dann ist es nicht weit, dann kriegst du 2.000 Dollar. Oder du bringst sie ein bisschen weiter weg, dann gibt es 2.500 Dollar. Weil letztes Mal habe ich das Pech gehabt, dass mich jemand abgefangen hat und abgeknallt hat, meine Waren geklaut hat und weggebracht hat. Ja, ich habe gesagt, meine 2.500 Dollar waren weg. Ich habe mich richtig geärgert, so eine Scheiße. Weil ich kam auch nicht rechtzeitig hinterher, dem zu folgen und sowas. Achso, ich wollte die nächste Versorgungsmission gleich mitmachen. Oh, toll, Gewitter. Aber als ich wieder hier im Lager war, da hatte ich die Ware immer noch und musste sie dann ein zweites Mal wegbringen. Da habe ich es hingekriegt. Sekunde. Produktion in Betrieb. Ware. Nee. Ich kann keine Versorgungsmission starten, weil er voll ist. Ich muss warten, bis er was gemacht hat. Aber ich kann doch auf die Jagd gehen oder irgendwas anderes machen. Also, wie gesagt, ich konnte dann die Mission ein zweites Mal machen, da hat es dann geklappt. Das fand ich gut. Also ich weiß, Jens hat das Spiel auch noch. Also wir könnten echt viel zusammen spielen. So setzt er sich hin, ich wollte den Hund. Ja, wenn Jens das auch noch hat, ist auch klasse. Ja, Jens hat das auch noch. Also das könnte man echt... Oh, kleiner Hundi. Der Hund soll angeblich dafür sein, wenn Leute hier auftauchen wollen, dass er Alarm schlägt. Dass er früher Alarm schlägt, als wenn er nicht... Er ist doch ein bisschen nass. Ja, er ist ein bisschen sehr nass, ja. Angeblich soll er dafür sehr gut sein. Aber das habe ich auch noch nicht festgestellt. Weil manchmal, es können sowohl NSCs wie auch SCs das Lager angreifen hier.
und mir Sachen klauen. Und wenn es NSCs sind, kriege ich die Sachen wieder. Wenn es SCs sind, könnte ich die Sachen auch wieder kriegen, aber dann ist es ziemlich schwierig, weil das sind, du musst dann gegen andere Spieler kämpfen. Oh, da landet gerade einer. Moment. Moment, hast du mal die Katzen bei Varla gesehen? Manchmal nehmen Katzen auf und streiche die. Ey, das sind Riesenkatzen teilweise. Riesenkatzen? Ja, die sehen aus wie Maine Coon. Also, musste man in irgendeinem Video manchmal, wie gesagt, manchmal nehme ich eine auf. Die sind halb so groß wie mein Oberkörper. Aha. Das war mir noch nicht aufgefallen, nee. Ich kann das jetzt hier abgeben noch. Supplies are looking healthy right now. Jo, nimm. So, und ich, jetzt will ich dich mal arbeiten sehen. Los, arbeite, arbeite, arbeite. Ach so, was ich jetzt zwischendurch machen kann, ist mich um die Brennnesseln, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das nochmal? Die Brennerei, genau. Um die Brennerei kümmern. Da müsste ich ein paar Missionen machen, damit ich billiger an Maische komme. Karte. Weil du musst ja... Du brauchst ja Maische und irgendwas anderes noch. Und da kannst du dann Alkohol machen. Wo ist denn jetzt mein Lager? Da. Da kann ich ja mal nachfragen, ob ich irgendwelche Missionen kriege, um die billiger zu kriegen. Weil das, die Differenz ist ja dann immer der Gewinn. Ja. Ne, wenn ich jetzt hingehen würde und einfach wieder... Du wirst verfolgt. Guck mal. Ist alles rot. Ach nee, das ist der Weg. Das ist der Weg. Hast mich eben erschrocken. Danke. Na, ich habe auch gedacht, ich hab gedacht, du musst gerade befreien. Aber ja, stimmt. Du hast mich wieder an was erinnert. Genau. Ich muss noch trotzdem noch mal woanders hin. Ich muss noch mal... Ich glaube... Wo war denn das? Hier, Rhodes. War das in Rhodes? Wo konnte man hier... Ja, am Bahnhof von Rhodes, richtig. Da muss ich nochmal hin, weil ich glaube, ich habe... Ich will mal dahin. Ich glaube, ich habe da noch ein Kopfgeld oder ich muss nach Lemuras oder wie das... Hä, hat er nicht genommen? Nochmal. Ja, hat er nicht genommen. Ist auch nicht. Ach, kacke. Ach. Eine Güte. Technik. Bekoran. Das bin ja ich. So, nochmal zweiter Versuch. Bekoran. Zeigt er jetzt den Weg an? Ja. Ja. Da muss ich... Aua. Hab mir gerade eben aufs Öhrchen gehauen. Da müsste ich jetzt nochmal hin. Ich muss, glaube ich, nochmal Kopfgeld für mich bezahlen. Oder das war das... Oder die 10 Cent, die waren für alle Kopfgelde. Es kann sein, dass ich noch einen Bonus kriege, dass ich nur die Hälfte immer von meinem Kopfgeld zahlen muss. Weil ich als Händler oder so mal irgendwas... Ich hab da sowas in Erinnerung als Händler... weil ich die Händlerquest gemacht habe oder so, dass ich da nur noch die Hälfte meiner Kopfgelde zahlen muss. Irgendwie war da also mal sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also ursprünglich im ersten Teil war es so, dass wenn du Kopfgeld bezahlt hast, generell frei warst. Egal wo du es bezahlt hast. Ja, das war universell, richtig. Das ist wieder ein Spieler. Nee, zwei Spieler sind da sogar vor mir. Ich mag sowas nicht. Ah, da sind sogar drei Spieler. Ich mag sowas nicht, weil es gibt immer so Pfeifen, die knallen dann immer gleich grundlos ab. Ich bin auch friedlich. Oh, und rechts von mir sind auch nochmal zwei. Die gehören ja zu einer Gang, weil da ein Stern ist, gehören die, glaube ich, zu einer Gang. Das war bei Red Dead Redemption 1 auch so, deswegen habe ich da irgendwann aufgehört. Weil er hat keinen Spaß mehr gemacht. Die haben dich sofort fertig gemacht, bis reingegangen. Und die haben dich dann sofort abgeknallt. Ja, das habe ich ja vorhin mit dem einen Indianer versucht, das hat er nicht geklappt. Welcome, welcome. Lieferung abholen? Nee, doch nicht. Obwohl Lieferung... Aber da, ich habe ja vorhin schon alles abgeholt. Ist doch kein Kopfgeld. Dann ist es universal. Ja, dann gilt das für alle.
Es macht auch Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Also es ist, na gut, wegen dieser Schießerei, ich bin wirklich, hast du ja gesehen, ich bin, wie ich die Bande da angegriffen habe, das war auch völlig unkoordiniert und einfach rein. Und das nehme ich auch gleich die stärkste Waffe, oder gleich meine Schrotflinte, die halbautomatische. Weil ich bin nicht besser. Mach das genauso. Aber trotzdem macht es irgendwie Laune, das Ding. Fleisch habe ich jetzt nicht mehr, sonst könnte ich jetzt beim Fleischer verkaufen. Gut, dann geht es jetzt zur Brennerei. Auf zur Brennerei. Ja, Plimboy und Super Wilgim spielen heute. Die sind jedenfalls als Spieler angezeigt. Ich lade es jetzt als nächstes dann gleich runter, wenn Cyberpunk mal irgendwann fertig ist. Dann dürfte es auch. Okay. Wieso hattest du denn das wieder. Warum hattest du denn das gelöscht? Hattest du keinen Platz mehr? Ich hatte keinen Platz mehr und ich habe es wenig gespielt gehabt. Ah, okay, gut. Ja, ich musste auch was löschen. Ich hätte meine ganzen Star Wars Spiele gelöscht. Weil ich die sowieso nicht mehr spiele. Also. Habe ich keine große Lust zu. Ich hatte jetzt die letzte Zeit immer die Warhammer-Spieler und Total War, da brauchte ich den Platz. Da habe ich es dann runtergenommen. Ja. Ja. Jetzt mal gucken, dann wenn wir es wieder regelmäßiger. Ich lasse immer nur noch Spiele drauf, die wir regelmäßig spielen. Weil alles andere macht einfach die Festplatte voll. Oh ja, danke. Was sollte das jetzt? Barber Books. Das hat mir einfach abgeknallt. Ja, ja, ich hab's zu spät gesehen. Ich mach mal verhandeln. Ich weiß auch gar nicht, was das bringt. Verhandeln oder was war das andere? Anklage erheben, das bringt überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich mach das ja, jetzt mal. Ja, es kann aber sein, dass die dann irgendwie vom Server irgendwie verbannt werden oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist ein PvP, also muss ich rechnen, ne? Wer da drauf ist, es geht nun mal nicht anders. Das ganze Spiel ist PvP. Da kannst du nicht sagen, der böse Babapuks erschießt alle. Man kann gar nicht mit ihm spielen. Ja, das ist der Sinn des Spiels. Ach so. Ja, das ist wie bei unserer Kapitänin, die immer erst verhandeln will, bevor sie schießt. Ja, richtig. Oh, das ist eine Schlange. Toll, die hat mich erwischt. Blöde Schlange. Wieso erschieße ich die nicht? Wo ist sie jetzt? Ist sie weg? Da. Wollte doch nochmal sicher gehen. Häuten. Deswegen denke ich immer, entweder fliehen oder schießen. Reden bringt meist gar nichts. Ja, meins. Und meinen Hut will ich wieder haben. So. Was ist ein Mann ohne Hut im Wilden Westen? Gar nichts. Also ohne, lieber die Unterhose, aber Hut brauchst du. Ja, aber Mr. McFly. Sie können doch nicht einfach ihr Hut verlieren. Ja, stimmt, genau. So. Hast du deinen Gaul jetzt auch verloren? Nö, den kann ich wieder rufen. Außer der Arsch hat ihn erschossen. Das muss ich jetzt mal reingehen, warte mal. Dann muss ich zum Stall zurück. Es gibt ja auch Schweine, die machen alles gleich platt. Habe ich auch schon erlebt, also. Und auch, gesagt, in anderen Spielen. Wie gesagt, beim ersten Teil hatte ich das auch. Da hast du das hat keinen Spaß mehr gemacht. Bis rein und dann hast du sofort was auf die Fresse gekriegt. Ja. So, wollen wir mal gucken hier. Ob ich eine Quest kriege. Rein da, los. Da sind wir. Maggie. Schwarzbrennerladen, Bootlegger-Mission annehmen. Alright, so, not sure if you heard, but the revenues are out blocking roads now, stopping wagons, making everyone very nervous. Echt? We ain't gonna run.
We ain't gonna sit here and just wait for them to find us. Boah, wie können die es wagen? Them how nothing certain but death and taxes. Minus the second part. Natürlich die Steuern. Ja, wird teuer, ne? Ja, den Humor hier im Spiel mag ich auch so ein bisschen. Gut, dann hole ich mit, dann wechsle ich gleich nochmal die Waffe. Das Kakona, das tausche ich dann gegen das Scharfschützengewehr, das Gute. Und da gibt's auf die Nuss. Welches Pferd habe ich jetzt? Die C-Rex, also er hat mein Gaul nicht abgeknallt. Hat schön gewartet. Ja, aber jetzt werden wir erstmal. Da ist aber was rot. Ja, das sind die Steuerbeamten, die muss ich erschießen, verbesserte Bogen. Wo ist denn jetzt hier ein Farmend? Rolling Back, war das mein Gutes? Pfeil und Bogen nehme ich auch ganz gerne, weil da kannst du halt schön schießen, still und leise. Ja. Oh, warte mal. Ich will das noch ein bisschen reinigen. Ach ja, das musst du ja auch, sonst geht's kaputt. Hab ich auch schon gehabt. Alter, das hast du wohl verrosten lassen. Jo. Lang nicht mehr benutzt, das Gute. Wo wir schon dabei sind, die anderen Waffen reinige ich auch am besten gleich mal. Ja, das müsste auch ein bisschen. Dumptidum. Achso, ich kann jetzt auch schneller reinigen, wenn ich drauf drücke. Gut, dann. Deine Hand blutig endet. Ja. Kommt gut. Den noch mal. Wie ging das noch mal? So und nee, so und F. Ja, ich glaube, das kam vom letzten Schwarm oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. So. Du duschen ist nicht so oft im Wilden Westen. Nö. Ich weiß nicht, kann man hier auch baden? Ja, doch, ich glaube, man konnte hier auch baden in dem Spiel. Irgendwie war da was. Im Saloon konntest du es, glaube ich. Ja, irgendwie ging das. Ja, du hast die Blutspritze auch noch im Gesicht, ey. Das ist voll zu sehen. Nee, das ist die Akne, die er da hat. Also mein Held hat ziemlich viel Akne. Der hat echt eine kaputte Fresse. Aber ich konnte mir das Bild auch nicht aussuchen. Ich glaube, was ich auch merkwürdig fand, also, naja, man kann das jetzt nicht sehen, oder? Aber was ich auch merkwürdig fand, ich habe ja ein Spiel, ich habe ja auch, wie heißt das? GTA 5. Und der Charakter dort, der sieht diesem hier ziemlich ähnlich. Also ich habe ihn erst später ein bisschen modifizieren können, diesen hier. Ich dachte auch, weil beide ja von Rockstar sind. Ja, es ist halt dieselbe Firma, ne? Dass er das über. Guck mal hier, liest du die Texte rechts? Der eine Barber-Dingsbums hat jemanden hingerichtet. Ja. Stand da eben. Ja. Vorne ist auch schon das Lager. Ich nehme mal an, das ist schon hier vorne. Ja, das ist schon hier vorne. Warte, dann werde ich meinen Gaul hier mal abliefern. Ich sehe es ja wirklich erst zeitverzögert. Ja, und dann hole ich mir mein gutes Gewehr. Und die mache ich dann von hier aus fertig. Ich muss noch aufpassen, dass kein Zug kommt. Wurde überfahren. Das ist schlecht. Ja. Da erledige ich Steuerbeamten. Jetzt mal sehen gleich, wie ich schlecht hier schießen kann. Den hinteren nehme ich mal zuerst. Was doch? Ach, was ist das? Oh, die wehren sich ja nicht. Die schießen sogar in die falsche Richtung. What the hell?
Jetzt haben sie dich erst gesehen. Ah, fuck. Ja, ist ja gut. Oh Mann, wer schießt denn auf mich? Wer ist denn noch? Der hat doch schon gekrochen und du schießt ihn noch in den Rücken. Ja, abgeschlossen, siehst du? Die Kosten für Maischzutaten wurden gesenkt. Jetzt brauche ich weniger bezahlen und jetzt plündere ich die erstmal. Solange die noch da sind. Ich glaube, die haben sich schon aufgelöst, oder? Manchmal sind noch ein paar da. Nee, scheiße, die sind schon alle weg. Ist ja ärgerlich. Hä, wir hatten das Pferd abgeknallt. War ich das? Tut mir leid. Nee, scheiße, die lösen sich immer so schnell auf. Finde ich eine Schweinerei. Kann man die nicht mehr plündern? Ach so, wieso laufe ich eigentlich? Komm, T-Rex, weg hier. Und meinen Hut habe ich auch noch. Gut, die hast du aber auch auf weite Entfernung geschossen. Ich, ja. Hier, du hast so, drei oder vier erschossen, bevor die überhaupt in deine Richtung. Ja. Achso, warte mal. Manchmal ist da hinten noch eine Karte oder sowas. Aber nee, diesmal ist da nichts. Da oben sind nur ein paar Kohlraben. Jetzt kann ich die Waffe auch wieder wechseln. Nehme ich wieder den Kakona. Also dieser Barbox, Der rennt nur durchs Spiel und ballert Leute ab. Ja? Ja. Aber die Verhandlungen mit Barbara Pucks wurden beendet. Amerikanerkrähe. Ach, scheiße, nicht mal getroffen. Ne? Achso, was ich auch sehr gut finde. Warte mal. Vielleicht kann ich dir das zeigen. Ich habe hier noch ein... War das hier? Nee, Waffen. Ich habe hier ein Fernglas. Ich glaube, man hat standardmäßig ein Fernglas dabei. Und ich hatte mir extra jetzt auch ein neues Fernglas geholt. Verdammt, wo ist denn das? Hier sind die Wurfwaffen, Nahkampfwaffen. Gegenstände. Ja, jeder hat ja dieses Standard-Fernglas hier, ne? Mhm. Ermöglicht es dir, in die Ferne zu sehen. Aber ich habe ein besseres. Damit kann ich sogar sehen, wenn in der Nähe oder weiter weg hier diese seltenen Sachen sind. Diese Sachen, die leuchten und Geräusche machen, die man einsammeln kann. Ja. Diese Sammelgegenstände kann man damit besser finden. Mhm. Dann sieht man das auch hier durch Leuchten, auf weite Entfernung so leuchten. So, es also leuchtet so ja weit. wie dieses ungefähr. Ja. Nur in Gold. Das kannst du mit diesem viel besser sehen dann. Das hat auch Gold gekostet, beziehungsweise diese seltsamen blauen Münzen. Aber solche Sachen kriegt man dann so nach und nach, wenn man die Quests erledigt und sowas. Und, also weit bin ich. Ja, noch ganz normal. Ja, und wenn du dann, genug von diesen Goldstücken gesammelt hast und so. Oder diesen blauen Sachen. Ach, scheiße, vor mir ist wieder einer. Ich hab das online so gut wie... Ja, mit dir das letzte Mal. Danach habe ich es nie wieder online gespielt. Weil das war so die Zeit, da haben wir wirklich viel Pen and Paper gespielt dann. Und dann habe ich so gut wie gar nicht mehr am PC gesessen. Also zumindest nicht computerspielmäßig. Ja. Will ich nochmal reingehen. Nochmal so eine Quest holen. Weil ich muss die Maische runterkriegen. Den Preis für die Maische, die ist unheimlich teuer. Dann lohnt sich das nicht, weil so eine Wagenladung Whisky und so, die bringt nur $200 oder sowas. Und wenn du dann schon $100 oder $70 nur für die Maische ausgeben musst, dann lohnt sich das echt nicht.
ich gehe mal kurz runter. Da gab es doch immer diese Serie auf D-Max, die Schnapsbrenner und so. Ist die auch immer so verhandelt? Ja, echt? Die kenne ich gar nicht. Hm? Wo ist denn der Typ hin? Ich weiß gar nicht, ob die heute noch gibt. Das kann ich. Aber die war früher interessant. Ich habe da früher echt gerne geguckt. Vor fünf Jahren oder so lief die noch. Die kenne ich gar nicht. Schnapsbrenner, zu welcher Zeit spielt denn das? Moonshiner, das war so eine Doku-Serie von D-Max. Moonshiners hieß die. Ach so, okay. Nee, die ist auch nicht da. Was ist denn hier los? Ist nachts. Ach, nachts wird hier nicht gearbeitet? Sag mal, spinnen die? Wozu hab ich mich erschrocken? Der Computer hat sie nur noch nicht geladen. Story-Mission wiederholen? Nee, das mache ich nicht. Das ist zu anstrengend. Da habe ich keinen Bock drauf. Alright, let's get to business. Yes, of course. Nee. Oh, guck mal, die läuft wie die Queen. Ja. Das gelaufen ist. Erweiterungen habe ich, glaube ich, auch schon alle. Ja, ich habe alle Erweiterungen. Bardekor. Ja, ich weiß nicht. Das bringt ja nichts. Das sieht nur hübsch aus. Puh, ich weiß nicht, dafür gebe ich kein Gold aus. Gold ist ja wie echt Geld. Ne? Und dafür gebe ich kein echt Geld aus. Das ist okay, what you thinking? Dafür habe ich Geld ausgegeben. Den Kühler. Ermöglicht die Herstellung von durchschnittlich gespannten Schwarz. Was auch immer. Dieser zieht mehr Gäste an. Das auch. Aber. Und da kann man noch Fotos aussuchen. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich will eine Mission haben. Very good work recently. Cripps was right about you. Story-Mission wiederholen. Ja, Bootlegger-Mission. Ach, scheiße, dann kann ich doch keiner annehmen. Aber Story-Mission habe ich jetzt keine Lust. Ich gehe nochmal runter zu dem Franzmann. Den haben die auch übertrieben dargestellt. Finde ich, da sei jetzt. Ah, bonjour. You've been away on some travels, yes? Moment. Genau. Ja gut, das so ein Spiel lebt auch von den Übertreibungen. Ja, und die Rockstar-Spiele sind alle so. Auch wenn du hier, hast du Max Payne mal ausprobiert? Kennst du das? Nee, sag mir nicht, nee. Das ist auch so beinahe so ein reines Ballerspiel. Das ist so ein bisschen wie GTA 5, aber es ist ein reines Ballerspiel. Ne? Angeblich ist es nach, geht es tatsächlich nach irgendeiner Romanreihe oder Comicreihe, bin mir jetzt nicht sicher. Max Payne sagt mir aber irgendwas als Serie oder als Comic oder so, ja. Ja, hier. Jetzt kann ich einen schwachen Schwarzgebrannten machen. Den durchschnittlichen oder den starken. Den starken würde ich dann am liebsten machen. Aber der meiste Preis liegt bei $30. Ich will ihn runterkriegen auf $10. $30 ist mir noch zu viel. Lohnt sich nicht. Mist. I have a list of new patrons. Ja, jetzt steht er da. Das ist auch witzig, ne? Eben redest du noch mit dem hier. Und dann plötzlich steht er da. Ja. Ja, goodbye. Bonjour. Au revoir. Das hast du ja bei Varla auch manchmal, dass die durch zu Türen glitschen oder irgendwas. Ne? Also. Ja. Hier ist auch immer witzig, bei dieser Art von Spielen, das ist aber fast überall, also die gehen in beide Richtungen auf. Ne? Ja. In welcher Welt findest du Türen, die in beide Richtungen aufgehen? Echt, das findest du nur im Computerspiel. Hier ist auch nichts. Manchmal gibt es ja auch Sammelgegenstände oder irgendwas. Irgendwas zum Graben. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Achso, ja, den sammle ich immer auf. Hier, die Vanille. Es gibt immer Vanillearoma. Für den wird... Täuscht das oder gibst du eigenen Geruch ab? Kann das sein? Ja, doch. Das ist eigener Körpergeruch. Beziehungsweise, das haben die extra so gemacht. Das ist tatsächlich, kann man sehen, ja. Du kannst auch andere Leute damit verfolgen. Also wenn du sowohl NSCs wie auch SCs, also Spielercharaktere, kannst du damit verfolgen.
Das geht. Und beziehungsweise du kannst dann sehen, wo dann kürzlich einer langgelaufen ist oder so. Na gut, dann mache ich eine Kopfgeldjäger-Mission oder sowas. So, komm. Wieso ausruhen? Habe ich jetzt ausruhen gedrückt? Tatsächlich nicht. Weg. Ich wollte aufs Pferd springen hier. So aller Lucky Luke. Komm, Jolly Jumper. Achso, ich bin müde. Oder so. Da hat er eben was angezeigt in der Gesundheitsanzeige. Nee, ich kann nicht auf ihn ein. Muss ich ihn losmachen? Was ist los hier? Jetzt buggt das Spiel aber wieder. Ausruhen geht nur. Das ich nicht verstehen. So, komm. Geht nicht. Geht nur ausruhen. Gut, dann mache ich mal ausruhen. Ich ruhe mich dann hier mal aus. Ich muss sowieso mal ganz kurz auf Klo. Ich bin gleich wieder da. Bin kurz AFK. Ja. Nicht erschrecken, ich bin wieder da. Jens hat dich gefragt, ob ihr in einer halben Stunde Valheim spielen wollt, aber das hat er dir schon vor einer Stunde gefragt. Ja, das können wir machen. Vor einer Stunde. Ja, ich guck nicht immer ins WhatsApp, beziehungsweise. Ah, da hat es wieder ausgeschaltet. Ach ja, genau, weil ich den Browser ausgemacht habe. Ach, scheiße. Gar nicht gut. Ah nee, kann man nicht sehen, ne? Dass ich den Browser eben an hatte. Nee. Ja, durch den Modus hat er sich komplett aufs Spiel gemacht. Ah, so, okay. Ich liebe es, ein Nerd zu sein. Aha, okay. Hast probiert die Figuren raus. Hattest du geschrieben? Ja. Ach ja, so, der bringt die Figuren von Dungeons and Dragons raus, von der Zeichentrickserie. Ja, die Zeichentrickserie, die habe ich sehen können, ja, richtig. Ja, ich würde sagen. Achso, du willst ja noch Cyberpunk runterladen, ne? Ich bin noch am Cyberpunk runterladen und danach werde ich Red Dead Redemption runterladen. Aha, okay. Also ich werde heute nicht mitspielen können. Ich schreibe. Ach so, okay. Also hättest nichts dagegen, wenn ich mit Jens das spiele. Nö, kann das spielen. Wenn es im Stream laufen lässt, gucke ich jetzt noch zu. Nebenbei. Wenn nicht, dann nicht. Ja gut, dann stoppe ich gleich den Stream und starte ihn gleich nochmal neu. Wenn wir dann in Valheim sind, weil das muss ich ja dann ändern irgendwie. Ja. Ne? Okay, Moment, ich schreibe erstmal, du. Moment, lädt sich. Chris lädt sich. Cyber.
Tank herunter. Danach Red Dead Redemption. Gut. Und dann bin ich ja schon, bei Dings heute. Danach werden wir wahrscheinlich dann Pen and Paper spielen. Ja, richtig. Du hast dann Splitter-Mode runter. Genau, stimmt. Verbleibende Minuten. Ja, ich beende dann das Streaming jetzt. Erstmal dies hier und starte dann das, wenn wir Valheim spielen, nochmal neu. Ja. Wenn Jens nichts dagegen hat. Ich muss ihn ja wenigstens fragen. Ja, das muss man halt wirklich, weil das geht, das kann halt alle sehen, ne? Ja, eben. Aber man sieht ja nur unsere Spielfiguren, auch wenn überhaupt. Ja. Ich frage ihn trotzdem. Ja. Moment, ich mache jetzt erstmal.